Herzlich willkommen zur Produktvorstellung des Smixion PZB-Systems. Bei dem PZB-System geht es um eine punktuelle Zugbeeinflussung. Hier haben wir ein Infrarotsystem, bestehend aus einer Sendereinheit und einer Empfängereinheit. Der Empfängereinheit liegt eine Infrarot-LED dabei. Die beiden Teile gibt es natürlich einzeln zu kaufen. Diese Einheit kommt in das Fahrzeug, die ins Gleis, die wird im Gleis angeschraubt. Ich gehe einmal auf beide Einheiten ein und auch auf die Verkabelung und die Funktionsweise. Also, das hier ist nur zu Demo-Zwecken, das ist unser Drive XL. Ein Motor mit einem Stück Papier auf der Welle, damit wir sehen, dass er dreht oder nicht dreht. Und hier haben wir unsere rote LED mit integriertem Widerstand. Also hier ist der Widerstand in der LED drin, deswegen habe ich den so direkt an den Funktionsausgang 8 angeschlossen. Über SUSI haben wir den Empfänger angeschlossen und der Empfänger ist auch am Gleis angeschlossen. Wenn wir jetzt noch ein SX6 Soundmodul hier anschließen möchten, ist das kein Problem. Dafür gibt es unsere Verteilerplatine, die man dann hier zwischenschaltet. Diese Empfängereinheit arbeitet nach zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, das ist die umfangreiche Möglichkeit, das ist das SUSI-BIDI-System. Das bedeutet, die Empfängereinheit erhält Daten über den Sender im Gleis und verarbeitet diese Daten und schickt die über SUSI zurück an den Decoder. Das heißt, SUSI geht nicht nur in die eine Richtung, schickt Daten an das Modul, sondern das Modul kann auch Daten zurückschicken. Das funktioniert bei allen unseren Decodern ab einer gewissen Softwareversion. Falls die Softwareversion nicht im Decoder vorhanden ist, ist diese Möglichkeit nicht nutzbar, sofern man kein Update macht. Das Update können Sie bequem zu Hause machen mit unserem Programmer und dem Update-Kabel oder natürlich auch einsenden und dann updaten wir das Modul. Alle Decoder, egal wie alt sie sind, sind voll kompatibel mit dem System. Das heißt, auch Decoder aus der ersten Generation kann man updaten, um diese Funktionalität zu erhalten. Insbesondere, wenn man alte Decoder hat, empfehle ich die Update-Funktion auf jeden Fall, weil natürlich auch der Funktionsumfang des Decoders kontinuierlich erweitert und verbessert wird. So zum Beispiel auch die Lastregelung und vieles mehr, was in den ersten Generationen nicht vorhanden war. Na, also ein Update lohnt sich grundsätzlich immer einmal zu prüfen, was es Neues gibt. So, ich komme mal auf die Funktionen ein. Wir haben die Empfängereinheit. Die Empfängereinheit kriegen wir so geliefert. Da liegt auch ein SUSI-Kabel dabei. Und wir haben den Gleisanschluss. Auf der Rückseite haben wir mehrere Lötpads. Dazu gehe ich jetzt ein. Einmal haben wir den Anschluss für die Infrarotdiode. Diese löten wir einfach an die Pads. Natürlich können wir hier auch ein beliebig langes Kabel dazwischen machen. Das ist jetzt nur für Demo-Zwecke direkt da angelötet. Wenn wir das in der Lok einbauen, sitzt natürlich diese Einheit oben in der Lok. Und dieser Infrarotsender, den machen wir nach unten, können wir an die Kupplung machen oder wir können ihn an ein kleines Loch ins Getriebe bohren und das dort reinmachen, also in den Getriebedeckel von unten. Die LED hat einen Durchmesser von 3 mm. Das heißt, wir können 3 mm Bohrer nehmen und das passt dann perfekt da rein. Auch von der Tiefe, von der Höhe können wir das dort anschließen und mit Kabeln dann hochfüllen. So, und jetzt kommen wir zu der Besonderheit. Dieses Modul hat auch Railcom. Das bedeutet, Railcom ist die Möglichkeit, dass der Logdecoder Daten zurücksenden kann, zum Beispiel seine Adresse, um erkannt zu werden von der Zentrale. Diese Funktionalität kann man auch nachrüsten bei unseren Decodern. Also wenn man dieses Modul hat, hat der Decoder dann auch gleichzeitig Railcom, sofern wir den Gleisanschluss nutzen. Den Gleisanschluss müssen wir nicht nutzen. Wir können das Modul auch einfach nur per SUSI an den Logdecoder anschließen. Allerdings gibt es hier zwei Einschränkungen. Wenn wir das nur über SUSI an den Logdecoder anschließen, können wir nicht den vollen Funktionsumfang benutzen. Ich gehe gleich darauf ein, welche Funktionen dort funktionieren. Wenn wir es mit dem Gleis anschließen, können wir natürlich den vollen Funktionsumfang nutzen. Wenn wir ein Fremdfabrikat haben, also nicht unseren Decoder, der keinen SUSI-BIDI unterstützt, oder einen Decoder, der keinen SUSI-BIDI unterstützt, SUSI-BIDI ist sehr neu, das haben noch die wenigsten Decoder aktuell, dann bringt uns SUSI gar nichts, dann können wir das weglassen und schließen nur das Gleis an. Dort haben wir dann die Möglichkeit, das Modul besitzt einen Funktionsausgang. Das sehen wir hier, F1 und Ground. Das ist ein regulärer Funktionsausgang, den können wir, wenn wir das am Gleis angeschlossen haben, aber auch über SUSI und auch über die Infrarotsteuerung,
können wir diesen Ausgang ein- und ausschalten. Das ist ein ganz normaler Schaltausgang, wie man beim Decoder auch kennt. Den können wir beliebig nutzen. Wir haben aber auch einen Kontaktausgang, und das ist jetzt das Wichtige. K1 ist kein Eingang, sondern das ist wirklich ein Ausgang. Dieser K1 ist immer mit an die Infrarotfunktion gekoppelt. Beispielsweise, wenn wir dort über das Infrarotsystem einstellen, dass der Zug anhalten soll, dann gibt der, wenn er das Signal bekommt, an dem K1-Ausgang einen Impuls raus. Und wir könnten diesen Impuls dann benutzen, um zum Beispiel ein Relais zu schalten, den Decoder abzuschalten oder manche Decoder, unsere auch, aber bei unseren ist es nicht nötig, weil wir ja das SUSI-BIDI direkt nutzen können. Manche Decoder haben Kontakteingänge und dann könnten wir diesen Ausgang auf den Kontakteingang vom Decoder legen und dort ein Event steuern. Das heißt, er kriegt die SUSI-Befehle, löst diesen Kontakt aus, der geht an den Decoder, an einen Kontakteingang und der Zug hält an, beispielsweise. Ja? Also das sind so Sachen, bei Fremddecodern braucht man dann kein SUSI, dann nimmt man das. Wir können auch, wenn wir zum Beispiel die Funktionssteuerung nutzen möchten, diesen Funktionsausgang, der hier integriert ist, über diese Infrarotsteuerung ein- und ausschalten. Auch das geht. Ja, dann könnten wir zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt einen Fremddecoder oder wir haben gar keinen Decoder drin, wir möchten einfach nur diesen Baustein haben. Und wenn hier da drüber gefahren wird, soll irgendwie eine Beleuchtung angehen oder irgendwas anderes, haben wir hier einen Schaltausgang, der wird angeschaltet. So dass wir das auch ohne Logdecoder als eigenständige Einheit benutzen können, je nachdem, was wir vorhaben. Es ist immer die Frage, was gemacht werden soll. Ich gehe jetzt aber mal auf die Grundfunktionen ein. Wir können folgende Sachen mit diesem PZB-System machen. Wir können Panelbetrieb, das heißt, er sendet, wir brauchen zwei von diesen Sensoren. Einer sendet zurückfahren, einer sendet vorfahren. Wir können auch noch dazwischen welche machen, die einen Halt senden, das heißt quasi einen Zwischenhalt. Und wenn das Modul dann darüber fährt, kriegt er die Daten Stopp, Halt oder Zurückfahren und das sendet er an den Decoder. Das ist das eine. Das andere sind Funktionstastenauslösungen, wie ich das gerade schon gesagt habe. Man kriegt hier den Wert, welche Funktionstaste, ob es an- oder ausgeschaltet werden soll und dann macht der Decoder das einfach. Das gleiche geht auch für Sound, dass wir explizit nur Soundfunktionen an- und ausschalten können. Das ist tatsächlich getrennt. Wir können eine Funktionstaste anschalten, aber es wird kein Sound ausgelöst oder umgekehrt oder beides. Und wir können Zugbeeinflussung machen. Und Zugbeeinflussung ist, würde ich sagen, fast das Interessanteste. Wobei natürlich auch die Funktionstasten interessant sind. Das ist eine Art moderner Read-Kontakt. Das Schöne ist, wir können ihn halt verändern. Im laufenden Betrieb, wir können ihn ausschalten und so weiter. Da komme ich gleich zu. Also hier in diesem schematischen Aufbau haben wir natürlich unseren Decoder, das heißt wir sind über SUSI verbunden und wir sind über Gleis verbunden. Das Gleis ist in dem Fall wichtig für die Funktion mit Zugbeeinflussung. Wenn wir nur Funktionstasten auslösen möchten, brauchen wir den Gleisanschluss eigentlich nicht. Bei Funktionstasten, bei Pendelbetrieb, bei Soundauslösung brauchen wir den Gleisanschluss nicht, weil da geht es wirklich nur darum, dass wir das auslösen. Bei Zugbeeinflussung sollten wir das Gleis anschließen, denn hier ist auch noch eine Weichenschaltadresse integriert, auch DCC-EXT. Das ist das neue System, was unsere Zentralen auch beherrschen für die Signalsteuerung. Und jetzt ist es halt so, wenn wir jetzt über den Sensor fahren und der Zug würde anhalten, dann steht er natürlich, wenn er angehalten hat, nicht mehr auf dem Sensor. Das heißt, wie kriegen wir ihn jetzt wieder zum Bewegen? Und das geht nur über das Gleis. Denn wenn wir dann das Signal auf grün schalten, über einen Weichenschaltbefehl oder über DCC-EXT bekommt dieser Sender das auch mit und gibt dann dem Logdecoder den Befehl, du kannst wieder weiterfahren. Das heißt, wir müssten dann auch hergehen in unserer Anlagenplanung. Diese Module haben mehrere Adressen, dass wir immer die ganzen Adressen von unseren Signalen auch hier reinspeichern, dass wenn wir irgendwo ein Signal auf grün schalten, zum Beispiel mit Adresse 5, er auch die Weichenadresse 5 mitbekommt und als registrierte Adresse drin hat, dass er damit auch den Zug freigeben kann. Sonst stehen wir halt vor einem Signal und dann passiert da nichts. Dann kriegen wir das Fahrzeug nicht mehr in Gang. Das ist halt wichtig bei der Zugbeeinflussung, warum das dran muss. Bei den anderen Funktionen hat das Gleis keine Funktion, außer wir möchten halt Railcom nutzen. Bei Railcom brauchen wir das immer. So, das ist eigentlich schon das Geheimnis. Die Sendediode habe ich jetzt hier einfach angelötet und hier haben wir dann den zweiten Teil, das ist der Sender.
Der Sender ist in unserem normalen Gleiskontaktgehäuse. Wir haben hier oben die Infrarot-LED. Beides sind mit starken UV-Filtern. Das heißt, wir haben keinerlei Beeinträchtigung für außen. Wir haben hier auch eine kleine LED, die uns den Status anzeigt. Und dieses System ist, hat eine hohe Sendeleistung, sodass wir nicht perfekt über diese Diode gehen müssen. Also das sehen wir gleich, das zeige ich einmal. Bei diesen Modulen kommt grün und schwarz ins Gleis, ans digitale Gleis. Und die anderen beiden, das sind Kontakteingänge, rot und blau. Hiermit können wir dann in der Software sagen, was damit passieren könnte. Wir könnten da zum Beispiel einen Read-Schalter anschließen und über diesen Kontakteingang das Modul abschalten. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder wir können den Modus wechseln von dem Modul. Das sind die Möglichkeiten, die wir damit machen können mit dem Read-Schalter oder mit dem Kontakteingang. Das bietet uns einfach noch ein paar mehr Funktionsumfänge. Speziell bei Rotsperre, das bedeutet, wenn wir ein rotes Signal haben, dann darf der Zug natürlich in die eine Richtung nicht durchfahren. Aber wenn er von hinten kommt, also rückwärts durchs Signal fährt, dann muss er natürlich über diesen Sender hinwegfahren, ohne dass er anhält. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann ein Modul als Rotsperre programmieren und setzt die hintereinander. Das ist in der Anleitung genau beschrieben und dargestellt. Dann wird der nächste ignoriert. Oder wir machen es so, dass wir diesen einfach über einen Read-Kontakt zum Beispiel kurz totschalten für einen gewissen Zeitraum. So. Ich gehe mal auf die Programmierung ein. Ja. Hier haben wir die Bedienungsanleitung, da ist das nochmal genauer beschrieben. Ich schaue einmal die Punkte Anschluss, ist klar. Funktionsweise, die Funktionsweise, da ist das genau erklärt, da gehe ich jetzt nicht explizit darauf ein, das kann man der Bedienungsanleitung entnehmen. Hier sehen wir diese DCC-EXT-Befehle, was ich vorhin gesagt habe. DCC-EXT muss die Zentrale aber können. Das können die allerwenigsten Zentralen. Unsere Zentralen MZS Pro und 30Z können das. Damit hat man halt, gerade wenn man mehrbegriffige Signale hat, dazu kann man sich gerne mal unsere Signalvideos angucken. Da ist das erklärt, weil die Decoder das auch alle können. Hat man halt nicht mehr für jedes Signalbild eine Weichenadresse, sondern man hat nur noch eine Adresse. Und die Signalbilder werden wirklich als Zahlenwert übertragen. Das ist vereinfacht das. Genau, hier haben wir die Tabelle. Also der Funktionsumfang ist eigentlich ziemlich simpel und ziemlich leicht. Eine Adresse natürlich gibt es nicht. Wir haben hier zwei Sendereinheiten. Das ist die Sendefunktion 1 und die Sendefunktion 2. Und das ist einfach, die beiden werden immer kontinuierlich hintereinander gesendet. Es wird erst die Sendefunktion 1 mit Header und Wert. Und dann zwei Header und Wert gesendet. So. Und hier können wir halt gucken, gemäß der Tabelle, was soll da passieren. Wir können auch eine Zeitwert zum Beispiel für die Sendefunktion 1 eingeben. Das ist auch noch interessant. Das geht auch für die Sendefunktion 2. Wir haben noch eine zusätzliche Schaltadresse. Das ist auch interessant, weil wir können dem Decoder Schaltadressen eingeben. Auch DCC-EXT-Adressen, das, was ich oben gemeint habe. Und können dann zum Beispiel auch im laufenden Betrieb, das heißt, wenn wir diesen Sender vor einem Signal haben, er sendet die ganze Zeit rot, also Rotbefehl, komme ich gleich zu, dann ist das Signal rot und der Sender sendet rot. Jetzt schalten wir das Signal grün, dann muss der Sender ja auch grün schalten. Ne? Der Zug darf ja dann nicht mehr da stehen. Oder wenn wir das Signal grün-gelb, also Langsamfahrt schalten, muss auch der Sender Langsamfahrt senden. Und da kommen wir genau zu diesen Weichenadressen. Weil mit diesen weichen Adressen können wir hier Fahrt, das bedeutet, der schaltet um zwischen abgeschaltet, also Fahrt ist abgeschaltet einfach, und Stopp. Oder auch Langsamfahrt, das schaltet er um zwischen dem Stopp- und dem Langsamfahrtmodus. Ne? Hier haben wir nochmal eine spezielle Adresse zum Deaktivieren des Senders. Und das ist, wie der Name schon sagt, das schaltet den Sender einfach ab. Dann sendet er nicht mehr. Das ist halt sehr wichtig. Wir haben hier auch automatische Rückschaltzeiten. Wenn wir das zum Beispiel in unserem Signal angegeben haben, wir schalten das Signal auf grün und nach 5 Sekunden schaltet das Signal automatisch auf rot, kann man das in diesen Baustellen auch machen, sodass man eine kontinuierliche Linie bekommt. Der Zug fährt rein, also das Signal ist rot, wir schalten es auf grün, der Sender schaltet sich ab, ein Zug kann passieren und nach einer Zeit sind beide wieder auf rot. Das heißt, der nächste Zug würde automatisch durch das PZB-System an einem rot zeigenden Signal gebremst werden. Und hier haben wir eigentlich unsere Sendefunktion an sich. Hier haben wir die Soundfunktion. Das habe ich gerade schon gesagt. Das löst den Soundwert aus. Da geben wir einfach die Funktionstaste an von 0 bis 28.
und wir geben an plus 32, ob er es einschalten soll, oder plus 64, ob er es ausschalten soll. Und hier ist es ganz, ganz einfach zu sagen, Soundfunktion bedeutet einfach wirklich nur die SX6-Soundfunktion über das SUSI. Diese Werte werden dort geschaltet. Schaltfunktion ist das gleiche, nur auf den Decoder bezogen. Das heißt, er schaltet Ausgänge. Das ist dann immer, also das ist immer der Wert. Das ist auch mit den CVs angegeben. Das ist der Wert und das ist der Header. Und dann haben wir Positionsadresse. Das können wir für Rückmeldesachen benutzen. Oder die Automatik. Das kann nur die Sendefunktion 1. Und da können wir halt sagen, entweder keine Funktion, Fahrt, Stopp, Rotsperre. Das hatte ich gerade erklärt. Das ist, wenn wir zwei Sender hintereinander haben. Bei einem Signal sollten wir einen auf Rotsperre machen, den anderen nicht. Dass wenn der Zug erst über die Rotsperre fährt, danach den nächsten Sender ignoriert. Pendeln vorwärts, rückwärts. Und wenn wir den Wert 128 aufaddieren, dann bedeutet das, dass Langsamfahrt aktiviert ist. So, jetzt gehe ich da nochmal kurz drauf ein. Sendefunktion 1, der Header, standardmäßig 5, Wert 4. Wenn wir jetzt gucken, wir haben Wert 5, klar, Header 1, also die erste Sendefunktion ist 5, also Automatikprogramm, Wert 4, Rotsperre. Gut, das bringt nicht wirklich viel für uns jetzt, aber so ist halt die Standardeinstellung. Zeitwert haben wir nicht. Zeitwert bedeutet zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt hier mal Sendefunktion 5, das kann ja bleiben, und wir machen jetzt hier Stopp 2. Und machen einen Zeitwert von 10. Dann bedeutet das, das Modul fährt da drüber und nach 10 Sekunden sagt das Modul automatisch wieder, also in diesem Fall der Empfänger in der Log, kriegt ja diesen Befehl, diese Werte, die wir hier haben, diese Sendefunktionwerte, kriegt er ja direkt übermittelt. Dann weiß er direkt, okay, ich halte den Zug an und in 10 Sekunden lasse ich den Zug automatisch wieder losfahren. Das meinte ich, damit kann man super Zwischenhalte realisieren. Wenn wir einen Bahnhof haben, haben wir diese Einheit eingebaut, der Zug fährt drüber, hält an für eine gewisse Zeit und fährt dann automatisch wieder weiter. Als Beispiel. Sendewert, Sendefunktion 2 ist das gleiche in grün. Hier können wir keine Automatikprogramme machen. Das heißt, wir sind auf die Werte 0 für deaktiviert, also keine Funktion, 1, 2 und 3 beschränkt. Also Funktions- und Soundauslösung. Hier mache ich jetzt Folgendes rein. Ich programmiere jetzt einmal die Sendefunktion 1, Header, auf 5. Das kann so bleiben, also Automatik. Sendefunktion 1 Wert mache ich auf 2 für Rot, also für Anhalten, Stopp. Den Zeitwert lasse ich jetzt auch mal auf 0. Die Sendefunktion 2 Header mache ich auf 2, also Schaltfunktion. Und ich habe ja an dem Ausgang 8 eine LED angeschlossen. Das heißt, ich mache hier 8 plus 32, also 40 für den Wert, Sendefunktion 2 Wert. Also hier in die CV14 kommt der Wert 40 rein. So, und hier oben auf CV6, da wäre der Zeitwert. Hier könnten wir dann zum Beispiel sagen, er soll den Ausgang nur 5 Sekunden anschalten. Na, das kann man auch einprogrammieren, dann wechselt der den Zustand danach. Das heißt, wenn wir jetzt ihn einschalten, nach Ablauf der Zeit, für Zeitwert 2 würde der wieder ausgeschaltet werden. Oder wenn wir ihn ausschalten, würde er nach der Zeit wieder eingeschaltet werden. Damit kann man zum Beispiel eine Hupe auslösen, sage ich jetzt mal, oder vielleicht irgendwie Fernlichtfunktion in einem Tunnel oder ähnliches. Sind so Spielereien, die man damit machen kann. Das ist jetzt die Programmierung des Receiver, der Sendereinheit, die im Gleis sitzt. Also diese Einheit hier. Das habe ich eingestellt. In diesem Modul hier brauche ich eigentlich jetzt gar nichts einstellen. Ich gehe auch einmal hier auf die verschiedenen CVs ein. Das ist ein bisschen umständlicher, nicht, aber umfangreicher. Wir haben natürlich eine Log-Adresse. Die Log-Adresse muss die gleiche Adresse sein wie auch die Log. Also die müssen dieselbe Adresse haben, sonst funktioniert das mit der Freigabe auch nicht. Sonst haben wir hier noch verschiedene Sachen mit Railcom. Die Fahrstufen müssen übereinstimmen. Dann haben wir hier unseren Schaltausgang, den ich gerade erklärt habe, F1. Das ist wirklich ein ganz regulärer Schaltausgang. Dem können wir eine Taste zuordnen, Bedingungen zuordnen, alles Mögliche. Hier haben wir ein bisschen was Technisches. Das sollten wir hier nicht unbedingt verändern, wenn wir es nicht brauchen. Zufallsgenerator gibt es auch. Rotsperre, Todzeit habe ich auch. Das ist zum Beispiel diese Todzeit. Das ist nochmal eine Schutzzeit. Das heißt, wenn wir über eine Rotsperre fahren,
muss innerhalb von dieser Zeit, also 5 Sekunden, ein weiterer Sender kommen, bevor die Rotsperre wieder deaktiviert wird. Sprich, wenn wir die Sender zu weit auseinander haben oder zu langsam fahren und diese 5 Sekunden sind abgelaufen, würde er den nächsten Sender auch erkennen. Das hat einfach einen Schutzmechanismus, dass wenn man zum Beispiel mal einen Sender abgeschaltet hat, man über eine Rotsperre fährt, er dann nicht den nächsten Sender, der ja abgeschaltet ist, den kann er nicht kriegen, also den übernächsten Sender dann ignoriert. Und vielleicht wäre das dann ja ein wirklich wichtiger Sender, dass er dort stehen bleiben muss. Deswegen gibt es hier nochmal so eine Schutzzeit. Hier haben wir die Adressen, das ist das, was ich meinte. Fahrt, Fahrt, Fahrt und das gleiche nochmal Langsamfahrt und hier den DCCX-Befehl. Das sind jetzt unsere Adressen hier, standmäßig ist das 250, das heißt, wir können mit der weichen Adresse 250, das sind wirklich weichen Adressen hier, können wir mit der weichen Adresse 250 das Modul freischalten, sodass das Modul dann entsprechend wieder den Log-Decoder freigibt. Und das gibt es auch für Langsamfahrt. Ne? Also damit können wir prinzipiell mit diesem PZB-System können wir folgende Sachen machen. Wir können halt eine Pendelfunktion machen, mit Zwischenhalten. Wir können allgemein Zwischenhalte oder Zugbeeinflussung, also richtige Zugbeeinflussung, damit bauen. Das heißt, Bahnhofshalte, Zwischenhalte, Signalsteuerung, auch an Kreuzungen oder sowas oder Weichen könnten wir die davor schalten, dass wenn die Weichenzunge nicht die richtige Richtung hat, der Zug automatisch anhält. Signalbeeinflussung natürlich mit vollem Umfang, auch mit Freigabe. Signalbeflussung mit Echtzeitbeeinflussung, das heißt, schalten wir das Signal auf Langsamfahrt, sendet auch das Sendemodul im Gleis Langsamfahrt, schalten wir das Signal auf Grün, sendet das Sendemodul im Gleis nichts mehr, damit der Zug passieren kann und so weiter. Also das ist wirklich eine Live-Beeinflussung, das ist nichts Statisches. Und dann haben wir unseren statischen Teil, das ist die Funktions- und Soundauslösung. Dort können wir halt Funktionstasten schalten und so weiter. Ich gehe jetzt einmal hier drauf auf dieses Modul. Das ist jetzt wirklich für Demo-Zwecke einfach nur mal gemacht. Ne? Ich denke, jeder kann sich das vorstellen, wie das in der Lok eingebaut ist. Man hat das Teil im Gleis, der Zug fährt drüber, hält an, wird beeinflusst und so weiter. Ich möchte das einmal als Demo-Objekt hier zeigen. Habe dazu einen kleinen Motor, die Sendereinheit. Ich habe das, wie wir gerade gesagt haben, vorprogrammiert. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie das funktioniert. So, das Modul habe ich an. Wir sehen jetzt, dieses Modul sehen wir jetzt leuchten. Das ist so ein bisschen, ich schalte mal den Strom ab. Jetzt ist es aus. Jetzt wieder an. Es leuchtet so ein bisschen lila. Damit können wir übrigens überprüfen, ob das Modul funktioniert. Das kann man so in echt nicht sehen, weil das Infrarot ist. Aber durch eine Handykamera kann man das immer gut sehen. So, wir fahren die Lok an. Wir sehen hier, der Motor läuft und die LED ist aus. Wie ich schon gesagt habe, ein Modul kann 2 Befehle senden. Wir haben die Sendefunktion 1 und wir haben die Sendefunktion 2. Das ist jetzt hier auch der Fall. Der sendet 2 Befehle. Der sendet im ersten Befehl, Lok soll anhalten, einfach nur stoppen, rotes Signal quasi. Und er sendet Ausgang 8 anschalten. Wir können auch halt nur senden, er soll nur Ausgang 8 anschalten und keine Automatikfunktion. Natürlich geht das. Wir können auch sagen, er soll nur eine Automatikfunktion haben, ohne Ausgang oder Sound anzuschalten. Das ist jetzt hier nur ein Demo. Wenn wir jetzt die Lok haben, die würde jetzt hier drüber fahren. Wir haben gesehen, die rote LED hat einmal geblinkt. Wir sehen, der Motor hat angehalten und die LED leuchtet. Ne? Und ich möchte jetzt einmal zeigen, ich gehe jetzt hier genau drüber. So. Ich kann aber auch noch in einem ziemlich, also fast eine LED-Breite daneben und er erkennt das immer noch. Wir sehen es immer an der Status-LED, wenn er was erkannt hat. So, und das Gleiche ist auch von der Höhe. Der flächenmäßige Abstand, wo er noch was erkennt, das ist schon ziemlich hoch. Also selbst hier erkennt er noch was, hier erkennt er noch was. Gut, hier erkennt er jetzt nichts mehr, das ist zu hoch. Das heißt, wir können tatsächlich, das ist die maximale Abstandshöhe, die wir machen können. Betriebssicher ist natürlich näher, desto besser, aber ich will damit nur zeigen, wir haben hier eine hohe Differenz und auch ein seitliches Spiel,
wo wir nicht exakt auf die LED kommen müssen. Das sehen wir jetzt zum Beispiel hier. Ich fahre daneben der LED her und er erkennt das auch noch. Das liegt daran, weil das sehr starke Leistungsdioden sind mit einem breiten Spektrum, dass man halt nicht, weil das wird man nicht schaffen, in einer Lokomotive das einbaut und wenn man das in einer Kurve einbaut oder auch die Lok hat ja leichtes Spiel nach rechts und links, wird man es nicht schaffen, dass es exakt darüber ist. Man sollte es ungefähr mittig einbauen und dann ist das auch kein Problem, das System. Wie wir jetzt hier aber gesehen haben, haben wir jetzt hier entsprechend das Modul abgeschaltet. Ich habe jetzt meine Funktionstaste ausgeschaltet und fahre die Lokomotive wieder an. So, indem ich jetzt einmal die Funktionstaste 8 natürlich am Decoder geschaltet habe und die Weichenadresse 250, weil über die Weichenadresse 250 gibt er ja wieder den Befehl weiterfahren. So, wir haben gesehen, ich bin wieder drüber gegangen, das Fahrzeug hat angehalten. So, das habe ich wieder ausgeschaltet. Jetzt gebe ich nochmal eine neue Konfiguration. Moment, jetzt machen wir mal was anderes. Jetzt programmiere ich mal in den Sender ein. Die CV12, das war der Zeitwert. Machen wir mal 5 Sekunden. Und in dem Wert von der Sendefunktion 2, da haben wir jetzt hier einschalten, da machen wir da mal ausschalten, damit das auch einmal gesehen wird. Also das ist jetzt einfach CV14 auf 72, ne? Das ist das Ausschalten. So, jetzt muss ich es natürlich einmal anschalten, weil wenn es aus ist, können wir es nicht sehen, dass es ausgeht, dann ist es schon aus. So, wir fahren an und ich habe es angeschaltet. Wir haben gesehen, die LED ist ausgegangen. Der Motor hat wieder angehalten. Und jetzt nach einer kurzen Zeit sehen wir direkt, dass der Motor wieder anfährt. Nach Ablauf der Zeit. Das ist unser PZB-System. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Man kann sehr vielfältige Möglichkeiten damit machen. Das ist wirklich sehr umfangreich, insbesondere zur Zugbeeinflussung. Man kann auch sehr schön Sicherungen machen, wenn man jetzt einen Bereich hat, wo man zum Beispiel eine scharfe Kurve hat und Angst hat, dass die Züge dort entgleisen können, kann man auch das mit einem PZB-System sichern, indem man einen Sender macht und der Zug macht dann dort eine Langsamfahrt. Und nach dieser Zeit, also wenn er da durch ist, hat man also vorn und hinten an dieser Strecke einen Sender, dann nimmt er wieder seine normale Geschwindigkeit auf. Da auch das geht damit, zum Beispiel so ein Langsamfahrtabschnitt. Und man sieht hier, das funktioniert sehr robust und sehr zuverlässig. Das wird immer erkannt und nach Ablauf der Zeit fährt der Motor entsprechend wieder an. Okay, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und viel Spaß beim Nachbau. Das Auto wird sofort zum Zugverkehr eingeschaltet, wenn man die Ausfahrt des Vogels.